Brandstiftung. In der Stadt Wimpfen ist es geschehen, dass ein Esel und eine Gans die Stadt verbrannt haben. Und so erzählt man. Ob es auch so gewesen ist, weiß ich nicht, weil es einer Lüge gar ähnlich sieht. Zugegangen aber ist es folgendermaßen. Es hatte einer einen Esel und der ging und fraß Weintrestern und davon wurde er trunken. Dann lief er hinaus auf den Anger und legte sich nieder und schlief, und er furzte gar arg und öffnete den Hintern weit. Dort war aber eine Gans, und die zupfte ihm Beeren aus dem Hintern. Und schließlich steckte sie den Kopf so tief hinein, dass ihn der Esel, als er den Hintern schloss, drinnen behielt. Und sie begann heftig mit den Flügeln zu schlagen, und der Esel, der sie im Hintern festhielt, lief heim. Als er aber bei seinem Hause an einem Speicher vorbeikam, hatten die, die dort arbeiteten, ein Feuer, weil es Herbst war, und die Federn der Gans gerieten in Brand. Und der Esel lief in den Stall und zündete ihn an, und so verbrannte die ganze Stadt. Ist's wahr, so ist es wahr.